Aufzeichnung starten. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich werde jetzt noch die Freigabe gleich einschalten. Ja, ich habe mir gerade die Anwesenheitsliste angeschaut und habe gemerkt, einige von den früheren Projekten sozusagen, frühere Projekte, darunter verstehe ich jetzt für die Volksschule gemeint, Bibot Cup, dann weiterführend durchaus in die Sekundarstufe mit Mikrobit, aber auf jeden Fall unter dem Gesamtschirm Problemlösedenken, Computational Thinking und so weiter. So, genau, und dort ist dieses Projekt, das ich heute vorstellen möchte, einzuordnen. Wir haben ganz kurz überlegt, wenn ich sage wir, so ist natürlich in erster Linie das Ministerium der Initiator dieses Projektes. Und auch wenn ich sagen darf, meine Kernarbeitsgruppe, der Peter Balixhof und die Sabine Wagner, die Sabine Mader bei uns, dafür verantwortlich, dann haben wir uns schon überlegt, sollten wir schon so in diesem frühen Stadium eines Projektes eine Präsentation machen. Zum Schluss ist gekommen natürlich, wie Sie sehen, dass wir uns dazu entschieden haben, weil es wichtig ist bei Projekten, dass sie möglichst bald in die Community hinausgehen und speziell dieses Projekt. Warum? Wir haben vor, und da ist vielleicht gleich ganz kurz umrissen, für die Volksschule das Problemlösedenken, das Computational Thinking in zwei Phasen hinauszubringen. Phase 1 wird sein, in diesem Herbst beginnt mit 100 Volksschulen in Österreich, die jetzt im Laufe der Zeit suchen und mit Hilfe unserer anderen Partner, das sind die pädagogischen Hochschulen, das sind die Bundeslandkoordinatorinnen und so weiter, dass wir hier 100 Schulen finden, interessierte Schulen, die hier mitmachen. In diesem Projekt wird im kommenden Schuljahr evaluiert, wissenschaftlich begleitet, wie funktioniert denn dieser Ansatz, den ich dann gleich genauer darstellen möchte. Und dann nach Korrektur, nach entsprechender Anpassung hat das Ministerium vor, an jeder Volksschule Österreichs dieses Projekt auszurollen. Und dazu muss ich gleich eines sagen. Was sehr bemerkenswert dazu ist, der Schulerhalt in der verschiedenen Volksschulen sind natürlich immer wieder die Gemeinden, Privatorganisationen und so weiter, aber nicht das Ministerium. In diesem Fall wird das so sein, dass das Ministerium ein gewisses Set, das ich dann genauer beschreiben werde, an die Schulen hinausgibt, mit entsprechend begleitender Schulung, dazu gleich vorweg, ich mache Sie ein bisschen neugierig jetzt, es gibt dieses Set nicht, wenn nicht die Schulung auch in Anspruch genommen wird und im Rahmen dieser Schulung wird das vorgestellt und dann mitgegeben. Das heißt, erstmals nimmt das Ministerium Geld in die Hand, um alle Volksschulen im Jahr 2023, 2024, wenn auch der neue Lehrplan zum Tragen kommt in der Volksschule, dieses begleitend aufzusetzen in allen Volksschulen. Hat den Sinn, damit das Computational Thinking auch in praktischer Weise in die Lehrplanbereiche hineinkommt und dass es nicht mehr heißen kann, wie berechtigterweise bis dato bei den anderen Projekten, wer kann sich denn so eine Bibot-Matte oder wer kann sich denn sechs Bibots leisten? Das war auch immer wieder eine finanzielle Hürde. Ja, na gut, man hat damals in diesen Projekten natürlich diese Bibots eine gewisse Zeit an die Schule gegeben, aber die finanziellen Möglichkeiten haben es oft nicht erlaubt, dass sich die Schule die Material dann gekauft haben und so weiter. Also das war sicherlich, obwohl wir selber natürlich, und ich denke auch die Schulen vom Bibot Cup, den ich jetzt zeige hier, sehr, sehr begeistert waren. Aber was hilft es, wenn es nicht nachhaltig sein kann, weil die finanziellen Barrieren einfach zu hoch sind? So, und das auch etwas im Fokus habend, hat man jetzt überlegt, wie können wir jeder Schule eine Möglichkeit zu einer sehr niederschwelligen Begegnung mit diesen Themen bieten. So, und da steige ich jetzt gleich einmal intensiver ein in dieses Thema. Erste Sache ist, wer sich
dafür interessiert, was hier schon alles von diesem Projekt fertig in Arbeit ist, schreibt sich bitte diese Adresse hier auf. Praxis steht für Praxistage, also praxis22.bat. Alles, was ich heute hier sage, wird dort nachzulesen sein und durchaus schon tiefe Einblicke in das System geben. Ich möchte auch gleich dazu sagen, warum haben wir überlegt, ob wir das jetzt schon vorstellen? Weil wir natürlich noch nicht ganz fertig sind, weil einige Autoren noch dazukommen und weil wir hier noch sehr viel Diskussion haben werden. Ich habe nicht die Angst, dass wir zu wenig Materialien haben. Ich habe nur Respekt davor, dass die Materialien genau für die Gegenstandsbereiche passen, dass das auch hineinpasst in den Sachunterricht, dass man auch die mathematische Komponente erkennt und so weiter. Also das ist uns wichtig und deshalb ist da noch ein gewisser Arbeitsbedarf notwendig. Wir haben da am 30. April das erste große Autorentreffen dazu, wo wir dann die bisherigen Ergebnisse mal sondieren und hier weitere Schritte setzen. So, und jetzt habe ich Sie neugierig gemacht. Was ist das Ganze? Hier eingeblendet finden Sie eine Aussage oder eine Kategorisierung, die man sehr häufig sieht, also Computational Thinking. Ich bin nicht ganz glücklich mit dem Begriff Computational Thinking, der sofort auf Computer hinlenkt. Es ist nicht Computer. Es sind Problemlöseaspekte, wie man hier sieht, die in mannigfacher Weise in der Schule notwendig sind. Ein neuer Begriff, den ich gefunden habe und dem ich mich, ich sage jetzt auch deutlich dazu, als Werker sehr verbunden fühle, ist Design Thinking. Was meint man damit? Ich arbeite etwas analog. Ich erstelle ein Projekt. Ich habe da handwerkliche Möglichkeiten, etwas zu entwickeln. Und dabei entstehen Ideen und dabei entsteht Problemlöseverfahren. Und da entsteht schon das Gefühl, was wird denn das? Wozu brauche ich das? Und so weiter. Und da ist eigentlich die Werkerziehung, oder wie es dann künftig heißen wird, Technik und Design, wird hier eine Riesenrolle spielen können. Nur hat das die Werkerziehung, ich bin selber eben Werker, hat noch nicht erkannt, dass hier bei der Digitalisierung eine enorme Möglichkeit ist, sich einzubringen. Endlich haben wir die Möglichkeit für Werken, etwas Zeitgemäßes einzubringen. Da heißt es immer wieder, messen, steuern, regeln. Es wurde wenig gemacht dazu, weil einfach die Ressourcen dazu zu unerschwinglich waren. Jetzt ist das einmal ganz anders. Jetzt kann man hier sehr, sehr niederschwellig ansetzen. So, und das Scientific Thinking ist in aller Munde seit eh und je. Also der wissenschaftlich-analytische Teil, wie gehe ich an ein Problem heran? Das sind verschiedene Betrachtungsweisen, kann man durchaus vermischen und eine der besten Zusammenstellungen habe ich hier gefunden bei Barefoot Computing. Da werden all diese Konzepte von oben ideal zusammengemischt, wo auch das Wort Tinkering vorkommt. Das ist dieses Werken. Ich würde es eher als Basteln sehen, aber Basteln ist halt immer so etwas negativ behaftet. Ich sehe es Basteln im besten Sinne des Wortes. Experimentieren, spielen, zurücknehmen etwas, wieder neu kreieren. Das genau brauchen wir. Und auch diesen Willen im Kind etwas wecken. Moment, das ist jetzt schiefgegangen, das muss ich jetzt überarbeiten. Wie setze ich jetzt an? Ich glaube, dass da sehr gut zum Ausdruck kommt, dass im Hinterfragen, im immer wieder neu entwickeln, steckt sehr viel Potenzial, Dekomposition und so weiter. Also die Seite steht zur Verfügung. Bitte sich selber hier genauer noch kundig zu machen. Hier ist auch aufgeführt das wichtige Projekt für die Sekundarstufe. Mikrobits werden sagen, was hat das jetzt mit der Volksschule zu tun? Ja, meine größte Überraschung ist bei diesem Projekt, dass diese Mikrobit jetzt immer mehr Bedeutung in der Volksschule bekommt. Wir haben in Oberösterreich mit Talente einen Versuch gestartet vor einem Jahr. Da haben wir mit der dritten und vierten Volksschule Mikrobit und noch wohlgemerkt unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie haben wir mit den Schülern Mikrobit gemacht. Und es war äußerst erfolgreich und ich muss sagen, wir waren überrascht. Ich habe mich selber
in meiner Meinung etwas korrigieren müssen, weil ich immer glaubte, na, das ist nur was für die Sekundarstufe. Nein, ganz im Gegenteil, das sind hervorragende Möglichkeiten einzusteigen. Deswegen auch diese Seite, das ist ein Schulbuch, das von Lehrerinnen und Lehrern in Österreich geschrieben wird. Also die PHs sind da sehr stark vertreten und dieses erscheint dann in einer neuen Auflage demnächst. So. Zum informatischen Denken und so weiter, bitte beim Ministerium und so weiter selber nachzulesen. Das möchte ich mir jetzt sparen, weil eben die Seite ohnehin zur Verfügung steht. So, und jetzt kommt der wichtige Punkt. Was habe ich denn da vorher angekündigt und gesagt? Es muss niederschwellig sein, es muss günstig sein und so weiter. Wir entwerfen gerade ein Projekt, das in drei wichtigen Teilen an die Schulen kommen wird. In einer Phase 1 mit Kosten, ich sage mal 0. 0 ist natürlich relativ zu sehen. Ich brauche trotzdem ein grundsätzliches Arbeitsmaterial, das ja in allen Fällen vorhanden ist. Schere, Kleber, Papier, Lineal und so weiter. So einfachste, ganz basale Werkzeuge. So, und damit soll eine Schule arbeiten können in unserem Projekt. Und dafür wird es von unserer Seite Unterstützung geben, sei es in Arbeitsblättern und verschiedensten anderen Dingen. Und was könnte das sein? Dass man zum Beispiel eine Faltanleitung befolgt. Und Sie sehen schon, Faltanleitung ist ja nur eine Anordnung befehlen. Aber das ist schon prozedural, das ist schon Programmieren, wenn ich so das einmal so formulieren darf. Also Problem lösen, indem ich Anweisungen exakt befolge in der Reihenfolge und dann sollte ein Ergebnis dabei rauskommen. Das ist ein Beispiel. Ich habe da unten dann noch mehrere, aber ganz kurz umrissen. Das zentrale Thema bei diesem Projekt wird sein der DigiCase. Ein Koffer, der für Computational Thinking gedacht ist. Und wenn Sie den jetzt anschauen, dann werden Sie sagen, die Sandela hat traditionelle Dinge. Genau das ist es. Was haben wir in unserem Umfeld, das eigentlich ohnehin schon Problemlösedenken beinhaltet? Und was hier Neues bei dieser Sache ist, wir möchten, dass man in haptischer Art und Weise mit diesen Materialien arbeiten, nach Arbeitsblättern, nach eigenen Vorstellungen, nach eigenen Entwicklungen und so weiter. Ich werde dann intensiver darauf eingehen. DigiCase, ja, das ist genau das Gegenteil, das ist ein Holzkoffer und darauf legen wir Wert, dass diese Materialien anzufassen sind, nachhaltig sind, gut zu verwenden und vielfältig zu verwenden sind. So, und der dritte Aspekt, na, wenn das DigiCase heißt, unser Ziel ist ja, das Computational Thinking wirklich auf Schiene zu bringen, dann haben wir auch den dritten Punkt. Natürlich den dritten Punkt, das ist die Digitalisierung. Das heißt, wenn diese Phasen 1 und 2 mehr oder weniger intensiv absolviert sind, dann kann ich in die Phase 3 einsteigen. So, und das etwas detaillierter jetzt dargestellt. Keine Angst, ich werde nicht die ganze Zeit einen Vortrag machen, sondern ich werde Sie dann schon einladen, dass Sie durchaus auch ein paar Dinge auch probieren können. Dazu würde ich Sie bitten, wenn Sie sich bereitlegen könnten, ein Handy oder ein Tablet und natürlich auch ein Blatt Papier bitte und ein Schreibzeug. Es geht nur darum, selber was auszuprobieren und zu schauen, wie wirkt das auf mich, was kann ich mir vorstellen, wie das auf meine Schülerinnen und Schüler dann wirkt. Erster Teil habe ich schon gesagt, das jetzt etwas detaillierter ausgeführt. Im ersten Teil, im traditionellen Arbeitsbereich ohne Computer. Der Computer hat es dem dritten Teil etwas zu sagen, also Tablet und Smartphone. Mit traditionellen Arbeitsmaterialien diese Dinge gestalten, die nach Arbeitsblattanweisungen dann vorliegen werden. Aber natürlich gibt es eine Menge Material, das schon vorhanden ist. Da hebe ich sehr stark den Biber der Informatik heraus. Und wir haben uns sehr viel Mühe gemacht, die letzten Jahre, kann man sagen, des Bibers der Informatik. Diese Materialien sind alles in CC-Lizenz, herauszufiltern, was es für die Schule bedeutsam. Und da wird es ein Buch dazu geben, das dann als Begleitbuch und Leitmedium für dieses Projekt fungieren wird. Natürlich wird dabei
der Preis eine Riesenrolle spielen. Wir haben bei diesem Projekt einen enormen Preisdruck. Warum sage ich das jetzt? Das Ministerium plant, wie schon erwähnt, 23, 24 dieses Projekt auf alle Volksschulen Österreichs auszurollen. Und die Kosten dafür sind immens, wenn man 3.700 Volksschulen rechnet. Und daher haben wir hier den sehr, sehr großen Druck, hier auch preislich so zu arbeiten, dass man sich das auch leisten kann, dass das finanzierbar ist. Trotzdem kommt da natürlich sehr viel Material zusammen. Zweite Phase, der DigiCase, der Koffer. So, und jetzt kommt etwas, was Sie vielleicht etwas verstören wird. Der Koffer ist nicht fertig. Das heißt, der Koffer wird so geliefert, dass die Materialien teilweise fertig sind. Ich zeige das gleich deutlicher an Beispielen. Das sind die fertigen Zustände, die Sie jetzt sehen. Wir möchten auf jeden Fall, und nicht nur aus Kostengründen, die spielen natürlich auch eine gewisse Rolle dabei, bei dieser Entscheidung, aber die wichtigste Rolle spielt das Kreative. Wir möchten, dass Schülerinnen und Schüler gemeinsam im Unterricht oder machen es Lehrer in der Gruppe, dass man sich damit noch auseinandersetzt. Keine Angst, das wird jetzt nicht die Bandsäge notwendig sein und es wird nicht der 3D-Drucker notwendig sein, ganz und gar nicht, sondern einfache werktechnische Aufgabenstellungen. Und diesen Koffer werden wir bei den Schulungen zur Verfügung stellen dann. Und dieser Koffer, ein Koffer, wandert an die Schule und bleibt immer an der Schule. Das heißt, die Schule kann damit arbeiten. Und dazu werde ich dann später noch einige Varianten sagen, wie der Koffer noch gestaltet oder in welchem Fertigungszustand man sonst erwerben kann. Ich sage das dann nachher deutlicher noch. So, Sie sehen schon, die Materialien, die drin sind, sind Standard. Ein Tangram, ein Türme von Hanoi, ein Tetris und so weiter, Mühle beziehungsweise hier Tic-Tac-Toe und so weiter. So, und jetzt kommt der dritte Teil. Also nicht all das, sondern das meiste, was Sie in Phase 1 und 2 sahen, wird hier digitalisiert. Das heißt, ein Tetris zu spielen mit einem auf einem Holz-Tetris ist für mich die elementarste und wichtigste Sache, dass ich Tetris verstehe und die Zusammenhänge verstehe. Wenn ich allerdings dort das Ganze habe, Intus habe und sage, jetzt ist es nicht mehr so interessant, dann tritt der Computer auf den Plan und der kann dann mehrere Varianten, Schwierigkeitsgrade und so weiter noch mehr bieten. Ich werde das am praktischen Beispiel, Sie haben teilweise diese Spiele, soweit sie schon fertig sind, auch hier schon zur Verfügung. Ich bitte Sie auch kritisch mitzudenken, beziehungsweise auch uns zu kritisieren, davon halten wir nichts oder das und das. Noch nichts aufmachen, ich werde dann auf alles das noch deutlich eingehen. Aber Sie sehen schon, dieses Dreiergestirn ist uns ganz wichtig. Ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand. Der Koffer, der dazukommt, ich werde jetzt schnell ein Video einblenden, wo ich mit einem Foto, mit der Kamera diesen Koffer hier zeige. Das ist der Koffer in dieser Zusammenstellung. Hier sind die Materialien. Ich nehme hier das Allereinfachste heraus. Und so geht das an die Schule. Nicht ganz. An die Schule geht es so, dass dieser Rahmen hier mit dem Untergrund noch nicht verbunden ist. Also gewisse vorgefertigte Dinge kommen. Es wird nicht notwendig sein, dass man hierzu die Bohrmaschine benutzt. Aber es ist notwendig, hier etwas festzukleben. Also die Materialien werden in fast fertigem oder in teilfertigem Zustand werden die an die Schule geliefert. Allseits bekannte Dinge wie das Geobrett und so weiter oder auch Dinge, wie es hier ist, dass ein Getriebesystem, das ich in verschiedener Art und Weise stecken kann, je nach Zielstellung und so weiter. Und mit verschiedenen Aufgabenstellungen. Das ist jetzt das Wichtige. Das heißt, alles, was hier ist, wird mit Aufgabenstellungen, die in Arbeitsblättern festgehalten sind, den Schülern präsentiert. Und dann mit diesen Werkzeugen in der Realität umgesetzt. Das ist wichtig, das ist alles begleitet durch Arbeitsblätter.
Und wenn es jetzt ums Zusammenstellen geht, dann werde ich noch etwas konkreter. Und ich gehe jetzt wieder auf die Seite hier zurück. Ich war jetzt hier bei Projektinhalt. Ich komme hier auf Detailinformationen schon. Ich werde das alles hier durchgehen. Es werden in den Arbeitsblättern sicherlich Dinge drinnen sein, in dem Buch vor allem, zu den verschiedenen grundsätzlichen Dingen des Computational Thinkings. Ob das die Abstraktion, Problemzerlegung, Filtern, Sie wissen diese Aspekte, die werden in dem Buch. Wir haben schon sehr viel Material von früheren Projekten natürlich, aber das wird stark jetzt erweitert. Diese Informationen werden zur Verfügung gestellt. Das heißt, hier sind Aufgabenstellungen immer wieder angedacht. Das ist so der erste Teil, ohne irgendein Werkzeug. Hier kann ich arbeiten, hier kann ich mit Arbeitsblättern im Unterricht arbeiten, habe zum Teil Arbeitsanweisungen, wo ich etwas durchführen muss und so weiter. Das ist dieser erste Level, der auch mit, ich nenne es jetzt einmal mit Content versorgt sein muss. Das ist sozusagen der Content, der ist sehr oft für Lehrerinnen bestimmt, aber wir bemühen uns natürlich sehr stark, das auf Schülerinnenniveau herunterzubrechen. Und wenn ich sage Schülerinnenniveau, dieses Projekt ist gedacht von der ersten Volksschule bis zur vierten. Je nachdem, in welcher Abstraktion man das verwendet. Natürlich kann ich das dann nicht für Schülerniveau erkennen, dass ich sage, das verwende ich bereits in der ersten Volksschule, weil zu viel zu lesen drinnen ist. Aber ich möchte mit sagen, wir haben Grundsatzmaterial. Also der Inhalt, die Philosophie wird damit dargestellt. Wichtige Teil, den ich vorher gesagt habe, mit diesem Einstiegslevel 1, also die Phase 1, das wird ein Buch sein, wo all diese Materialien versammelt sind. Das werden Arbeitsblätter sein, die beispielsweise in dieser Form etwas abhandeln. Hier geht es darum, einen Papierbecher zu falten. Wir wollen da drinnen nicht haben, programmiere das und das, sondern wir wollen da drin haben, folge diesen Anweisungen. Und eigentlich ist ja das dann Computational Thinking, das wir im Übrigen nicht nur im Bereich des Sachunterrichts, sondern überall benötigen. Sie wissen, wenn es um Textlesen geht und so weiter, also da brauche ich Ihnen als Praktikerinnen nichts sagen. Jedes Arbeitsblatt hat einen Schülerteil und einen ganz kurz gefassten Lehrerteil auf der Rückseite. Wir müssen ja natürlich das Ganze auch so setzen, dass das einfach zu handhaben ist. Es werden die Arbeitsblätter nicht dazu gegeben. Es werden die Arbeitsblätter alle online vorliegen, dass das schnell ausgedruckt werden kann und nach gewissen Kategorien natürlich vorher gesucht bzw. ausgewählt werden kann. Also ein Arbeitsblatt ist grundsätzlich so. Das wollte ich damit sagen. Ein weiteres Beispiel wäre, es geht bei diesem Projekt auch um die Sachlage Zauberquadrate. Zauberquadrate, dass Zahlen senkrecht, waagrecht und in der Schräge eben dieselbe Summe ergeben, das umreiße ich mit diesem Satz kurz. So, eine Einführung in das Thema. Wie kann ich das eher im Game-based, im spielerischen Bereich mit Schülern durchführen? Das wäre ein Arbeitsblatt Zauberquadrat. Das hat noch nichts mit Computer zu tun. Das ist wichtig, weil wir haben auch gemerkt, wir sind immer allzu schnell beim Tablet und beim Smartphone. Wir wollen hier wirklich traditionell das Thema aufarbeiten. Verschlüsselung. Verschlüsselung ist ein Thema, das allgegenwärtig ist. Na, wir versuchen das jetzt mit dem Morsecode hinzubekommen. Dazu gibt es im Koffer auch dann Materialien und so weiter dazu. So, Datenstrukturen lasse ich jetzt aus. Worauf ich sehr großen Wert lege, wir großen Wert legen, ist Raum, Fläche, Raum, Raumanschauung, Raumvorstellung. Das wird alles bereits in dieser Altersstufe zugrunde gelegt. Wir haben in der Sekundarstufe mal eine Untersuchung gemacht bezüglich der Raumvorstellung, das ist rausgekommen. Alles, was nicht in der Volksschule zugrunde gelegt worden ist von elementarer Raumanschauung. Das ist nachher nur schwer zu korrigieren und aufzuholen. So, das wird ein wichtiger Teil sein. Das heißt, und da würde ich Sie dann auch schon einmal bitten, dass Sie dann gleich einmal etwas mitprobieren. Da gibt es,
ein Set von Würfeln und da gibt es dieses Würfelbrett. Unsere Aufgabenstellung ist, jeder Schüler, jede Schülerin sollte sich so ein Würfelbrett basteln. Und da wird sich jetzt die Frage stellen, kann man das auch gut in Zusammenarbeit mit anderen Gegenständen, in dem Fall mit Werken natürlich. Es ist auch ein Würfelbrett im Set des Koffers dabei, aber nur eines. Und da wird angeregt, so, sogar das Vorlagenblatt ist drinnen. Ob ich das jetzt aus Karton mache, aus Holz oder aus ein bisschen dickerem Papier, ist sekundär. Es geht auch darum, wir möchten nicht alles exakt jetzt anweisen, das darf nur so und so aussehen. Natürlich ist die Grundphilosophie einzuhalten. Das ist vorne, das ist rechts, das ist links und das ist hinten. Und jetzt bitte stellen Sie sich einfach einmal Folgendes vor. Ich gebe Ihnen jetzt eine Anweisung. Verzeihen Sie, wenn ich jetzt ein bisschen Lehrer spiele. Vorne, links. Sie überlegen, wo der Würfel zu setzen ist. Natürlich wird man das in der Schule konkret am Objekt jetzt machen. Vorne, rechts. Hinten, links. Und Sie sehen, wir haben ja überhaupt keine Probleme damit. Ich habe das versucht mit Schülerinnen. Speziell, wenn das Brett einmal etwas verdreht ist und so weiter. Wie kann man hier Raumzuordnungen und so weiter gut finden? Ich habe da ein paar Beispiele vorbereitet, die wir dann gemeinsam vielleicht ein bisschen genauer analysieren. Da ist das Ganze nochmal zusammengefasst. Das heißt, es stehen Würfel zur Verfügung. Es steht dieses Würfelbrett einmal zur Verfügung. Ich würde Sie sehr gerne motivieren, dass Sie sich sofort so ein Brett für jeden Schüler, für jede Schülerin machen. Die Würfel sind im Übrigen extrem billig, wenn man sich dann da weitere dazu kaufen will. Wir suchen uns zu diesem Projekt oder wir haben eigentlich einen Projektpartner gefunden. Sie wissen ja, dass wir bei Microbit eher, ich mache jetzt vielleicht eine Werbung für Firmen, aber es geht darum, ich kann als Pädagoge nur wirksam werden, wenn ich so ein Projekt ausrolle, dass ich Partnerschaften bilde. Dort war es Austrotec, jetzt ist es Winkler. Winkler hat eine Menge Materialien, Sie wissen auch durchaus nicht immer, ist am besten beleumundet, weil es natürlich auch Dinge gibt, die man dort bestellt und einfach zusammenklebt. Und das war mein Werkstück. Das ist es nicht, was wir wollen. Aber wir haben dort einen Partner, der all diese Materialien sehr kostengünstig zur Verfügung stellen kann. Also unser Ziel ist es, diesen Koffer wird es auch zu kaufen geben einmal. Noch ein Ziel, diese einzelnen Projekte möchten wir gerne in einem Jutesackerl auch extra angeboten sehen irgendwo. Das Ganze ist Open Source. Jede Lehrerin, jeder Lehrer, jede Firma darf das verwenden. Und wir werden natürlich eine Firma anhalten, dass sie das für uns machen. Und es kann auch eine andere Ausführung des Koffers geben, aber da muss ich jetzt fast den Koffer wieder herzeigen im Video. Es kann dieser Koffer, weil ich jetzt gerade bei der Ausformung bin, durchaus auch in verschiedenen Varianten auftauchen. Er kann so wie hier geliefert werden. Er kann geliefert werden, wo nur das Holz nicht gebohrt, sondern angezeichnet die einzelnen Positionen sind. Und das muss ich mir selber dann gestalten. Er kann auch geliefert werden, dass ich sage, ich möchte nur das Holz haben und die Pläne dazu. Und ich mache mir das selber zum Großteil. Das sind so einfache Dinge. Das heißt, wir wollen hier maximale Offenheit haben. Eine Lehrerin ist Werkerin und sagt, ich möchte das mit meinen Schülerinnen gestalten. Ich bin mir sicher, der Koffer wird genauso aussehen wie hier. Man sieht auch durchaus hier bei den Färbungen, dass hier nicht ganz gleichmäßig von mir lackiert wurde. Und da bin ich jetzt bei einem Thema, das ist nicht in Farbe, wie es ausgeliefert wird. Aber es ist die Empfehlung dabei auf einem Arbeitsblatt, dass man das mit Wachsmalstiften, mit Wasserfarben, mit Ölkreiden, mit allem Möglichen anmalen kann. Wie die Schule das gestaltet, das ist ihre Sache. Und das ist diese Offenheit, die wir lassen wollen. Ob jemand diese Kanten beim Tetris oder beim Tangram abflachen will, das ist Sache der Schule dann.
Wir liefern so, beziehungsweise der Kopf ist so, dass man damit einmal arbeiten kann, rudimentär. Beziehungsweise, dass man hier eine gewisse Grundlage, aber das zeige ich dann, dass man die noch durchführen muss. So, diese Offenheit wollen wir unbedingt haben. Dass jemand sagt, ich möchte das sehr roh haben. Und die Pläne gibt es dazu. Das ist ganz wichtig, weil das ist erstmal so, dass wir sagen, wir haben zwar ein Projekt zum digitalen Bereich, aber wir möchten das Analoge vom Analogen das herleiten. Und das ist der wichtige Ansatz eben dazu. So, und da haben wir schon ein Beispiel jetzt. Diese linke Darstellung stellt dieses Würfelkonstrukt dar. Überlegen Sie, was das hier heißt. Also ich muss mich mal orientieren in meinem Raum. Mein Raum ist dieses Würfelbrett. Das nehmen Sie bitte als allererstes. Ich habe das absichtlich verdreht hier herunter. Damit man sieht, ich muss mir meinen Raum so drehen, und das ist Raumvorstellung im Gehirn, dass ich den richtigen Blick darauf habe. Das ist vorne. Was heißt nun dieser Plan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mittlere. 2, 1, 1, 2. 1, 1, 2. Das ist bereits Codieren. Aber im Dienste der Raumanschauung. Das ist jetzt ein relativ einfaches Beispiel. Wir sagen, wir werden dann ein, zwei solche Aufgaben machen. Es wird natürlich dazu diese Karten zum Ausdrucken geben. Sie nehmen bitte, wenn Sie jetzt bereit haben, irgendwo ein Blatt Papier und zeichnen sich eine dieser zwei Karten ganz grob auf, dass Sie diese 9 Felder vor sich haben. Oder jemand anderer sagt, ich habe das eh im Kopf, ich brauche da nichts dazu. Aber das ist die höchste Stufe der Raumvorstellung, dass ich das wirklich ohne analoges Material dann kann. Also nur so ein 9 Quadratsystem beziehungsweise. Daran möchte ich nämlich jetzt schon zeigen, was sollte passieren bei dem Projekt. So, und dann gibt es hier drinnen unzählige, wirklich extrem viele Aufgabenkarten, Aufgabenstellungen. Und jetzt könnte ich an Sie die Frage stellen, na, die stehen nicht, weil die ist sehr schwierig bei diesen beiden Aufgaben. Welche Codierung müssten Sie jetzt auf Ihre Karten schreiben für dieses Objekt? Das heißt, wir sehen ein Objekt und codieren es zurück. Brauchen wir jetzt nicht, ist zu kompliziert, da haben wir nicht die Zeit dafür, aber Sie sehen, ich kann das sehr weit hinauf im Schwierigkeitsgrad auch treiben. Es muss auch Material sein, das ich für hochbegabte Schülerinnen und Schüler verwenden kann. Also das war nicht die einfachste Aufgabe, oder ich gebe eine Aufgabe, wie vorher eh schon gezeigt, in dieser Form. Das heißt, ich will damit sagen, mit so einfachen Materialien wie Würfeln, kann man derartig hochstehende Aufgabenstellungen im Bereich der Raumanschauung machen. Dieses Papier, dieses Arbeitsblatt könnten Sie sich jetzt schon ausdrucken. Da ist alles noch einmal erklärt. Und da sind Aufgabenstellungen drinnen. Klar, was das heißt, das haben wir durchbesprochen. Einmal hier diese Art und Weise. Das Schwierige ist eben, das im Kopf zu drehen und das dann zuzuordnen, das machen wir jetzt nicht. Ich suche mir da eine heraus, wo es heißt, die schon fertig ist und sage, was ist hier falsch, diese Art der Aufgabenstellung? Es ist hier eine Nomenklatur angegeben, aber die stimmt nicht mit dem überein und so weiter. Also verschiedene Ansätze, ich komme dann auch, was könnte das heißen bitte, dieser Ansatz. Eine neue Nomenklatur, ich kann schreiben 1, 2, 3, ich kann aber auch schreiben für einen Würfel, ich kann aber schreiben 0, 0, 1. Was bedeutet das bitte? Auf dem Feld, hinten Mitte. Sie werden schon überlegt haben, warum nehmen die nur 9 Felder? Weil man mit 9 Feldern eindeutig sprachlich positionieren kann. Hätte ich 12, hätte ich 16, müsste ich immer sagen, halb links, hinten und so weiter. Hier kann ich ganz klar sagen, vorne rechts, vorne Mitte. Mitte, Mitte, hinten links. Und das ist das Wichtige, dass das sehr klar ist. So was heißt 001. In der ersten Ebene keiner, in der zweiten Ebene auch keiner, in der dritten Ebene einer. Na, wie geht das? Ja, dann
überlegen die Schüler und die finden mit Sicherheit eine Lösung, dass ich vielleicht ein Kartonblättchen einlegen muss, damit das schwebt, wenn das außen E3 hat und so weiter. Das meine ich unter Raumvorstellung und das meine ich mit Problemlösestrategien entwickeln. So, ich habe da noch einige Beispiele, die werde ich jetzt überspringen zum Teil. Das ist klar, das ist alles erwähnt. Vielleicht eines, das ist noch wichtig. Ich kann bei so einer Aufgabenstellung nicht nur die Anweisung geben, wo ist das gebaut, oder lese das ab, wie ist das gebaut. Ich kann auch sagen, wie viele Würfel sind an der hinteren Wand. Und jetzt noch schwieriger. Wie viele fehlen noch an der hinteren Wand, damit ich einen Würfel mit 3x3x3 habe? Also, und das alles haptisch bauen. Der Schüler hat diese Würfel für sich und der Schüler macht das auch zugleich. Also das ist das Wichtige. Sehr viele Ansätze. Wir haben da 24 verschiedene Fragestellungen gefunden, die man zu so einer Zeichnung stellen könnte. So, und die Schwierigkeit gerade noch ein bisschen verdeutlicht wäre, das haben wir gehabt. Ich könnte das auch beim zweiten Schwierigkeitsgrad, den habe ich erwähnt, was das heißt. 001, 111 und so weiter. Oder in einer Mischform, dass ich dann, da habe ich jetzt, dass im unteren Bereich gar nichts liegt, Hohlräume entstehen und so weiter. Schauen Sie sich das selber in Ruhe an. Es wird so sein, dass Sie alles Material ausdrucken können. Und auf ein bisschen ein härterem Papier, wenn man das ausdruckt, kann man sich wunderbar die Karten selber erstellen. Die Karten werden nicht so geliefert, das ist einfach nicht möglich vom Aufwand her. Aber alle Materialien werden so zur Verfügung gestellt. Hierzu ein rein praktischer Tipp, dass diese Karte auch so als Karte aussieht. Habe ich eine Zange gefunden im Internet, die mir, wenn ich diese Karte auf der Schneidemaschine, also Schlagschere, ausschneide, dann ist sie eckig logischerweise. Da gibt es eine Zange auf dem Markt, die diese runden Ecken, an diese runden Abrundungen an den Ecken erzeugen hilft. Das gibt dem Ganzen sofort ein ganz anderes Aussehen. Also das, was nur so ein Schnitt über diese Kante, über diese Ecke ausmachen kann, also dazu werden alle Informationen natürlich dann auch gegeben. So, es wird, wie gesagt, alles als Datei vorliegen. Natürlich geht das Ganze dann auch noch in der Begabtenförderung hinauf. Wer ein Handy da hat, bitte scannt sich das kurz. Es ist jetzt die höchste Form und da würde ich nicht sagen, dass das in der zweiten Klasse Volksschule passt. Das geht schon hinüber in die SEC, das geht schon hinüber in den hochbegabten Bereich in der Volksschule. Das Ganze wird auch, diese Materialien stehen auch dann virtuell zur Verfügung. Und da müsste jetzt, wenn ich richtig liege, so ein Tor sichtbar sein. Das ist gar nicht sichtbar. Harry, siehst das du schon? Ich sehe gar nichts. Das ist gar nichts. Mein Handy ist leer. Na, dann mach mich ein. Doch, es geht schon. Es geht schon. Es geht schon. Ich zeige das einmal auf dem Video. Ich habe eins vorbereitet hier. Okay. So sieht es aus. Nicht dasselbe Objekt, glaube ich, oder ist ein anderes. So agiere ich dann. Aber bitte, wichtig, das ist nicht die erste Stufe. Und das ist das Problem. Es gibt eine Handy-Applikation, die heißt 3D-Animation. Und das wird angepriesen für Volksschulen, weil sie da Würfel wunderbar im Raum setzen können. Aber alles wird los. Bitte? Ja, passt alles gut. Aber alles im virtuellen Raum. Die Bedingung für das... Kannst du mir das Handy anstecken, Lasse, bitte? Irgendwer hat nur eingesteckt, glaube ich, das Mikro. Das im virtuellen Raum ist die höchste Stufe und darf nur dann passieren, wenn ich die analogen Stufen durch habe. Aber dann könnte ich mir für einen hochbegabten Bereich, könnte ich mir vorstellen, lege das jetzt als analoge Würfel. Wir werden all diese Objekte auch in dieser Form haben. Aber bitte nicht überbewerten, wir sehen das nur als Ergänzung. Weil wir es ja schon haben, warum sollte man das nicht in dieser Richtung ausdehnen? So, Tangram ist erst die zweite Form, die ich jetzt anspreche. Ich habe da 13 verschiedene Dinge mir vorbereitet, beziehungsweise sind im Koffer drinnen. Aber einige wichtige werde ich jetzt schon ansprechen. So, Tangram
Wie gesagt, selber ausschneiden kann man sich, beziehungsweise das ist schon ausgeschnitten, aber färben und schleifen. So Tangram-Aufgaben können vielfältig sein, das ist die Theorie jetzt dazu. Die können, natürlich werden die wieder auch für jeden Schüler so bereitlegen, dass sich die Schülerin, der Schüler das hernimmt, schneidet das aus und erstellt das selber. Tangram-Aufgaben sind hier dann in einem PDF festgehalten. Einige nicken da natürlich jetzt und sagen, Moment, das haben wir eh schon so ähnlich gehabt beim Bebot Cup und so weiter. Das war eben genau Computational Thinking. So, und da hat man natürlich auch dann die Doc-Dateien dabei und so weiter. Sie sehen schon, da geht es nicht um Geschäft, da geht es um OER, Content, der allen zur Verfügung sein soll und der abwandelbar ist, der anpassbar ist an meine schulische Situation. Und genau dieses Thema Open Content, das ist uns so wichtig und auf das greifen wir jetzt auch zurück bei den Biber-Aufgaben. Wir haben die Biber-Aufgaben alle gesichtet, beziehungsweise werden wir noch in einer erweiterten Autorengruppe intensivieren, weil wir natürlich nur einmal gesammelt haben und Silvana, wir haben ja schon davon gesprochen, dass wir uns am 30. April treffen und da werden wir das mal anfangen zu sondieren, was wird wie zu setzen sein, Schwierigkeitsgrade und so weiter. Also da möchte ich mich jetzt gar nicht lang aufhalten. Das ist, glaube ich, bekannt. Es werden sehr viele, die 115 Aufgaben werden hier zur Verfügung stehen, die man dann auch immer wieder einstreuen kann. Im ersten, in der Phase 1. Und jetzt kommen wir endlich zur Phase 2. Dieser Koffer, der schon besprochen wurde, da gibt es das Zauberquadrat drinnen. So wird das im Koffer sein. Das Grundbrett. Dass der zupassende Rahmenbrett, nenne ich es jetzt einmal, die Brille sozusagen, das muss geklebt werden. Und dann diese einzelnen Täfelchen sind schon ausgeschnitten. Aber wie fein sich das jemand feilt oder schleift und so weiter, das ist Sache der Schule. Das ist auch bitte, wie soll ich sagen, eine Beschäftigung mit dem Design Thinking, habe ich es vorher genannt. Lässt schon die Fantasie anspringen, was ich damit nachher machen kann. Und das ist das Neue dran. Und das ist das Wichtige. Deswegen haben wir nicht gesagt, alles fertig und in die Hand geben und vielleicht sogar, wie es in einem früheren Projekt einmal geheißen hat, in Plastik. Das wollen wir nicht. Das muss auch so anzugreifen sein, dass ich sage, das ist angenehm. So, und wie schafft man das, dass man das richtig macht? Dazu wird es zu jedem dieser Projekte, zu jedem dieser Arbeiten ein Video geben, dass ich dann, das kann man sich selber dann in Ruhe noch fertig anschauen. Da ist der Peter bei uns, der uns da sehr unterstützt. Ich zeige nur, dass hier die einzelnen Stationen des Videos, wie das geklebt wird und so weiter, wird hier gezeigt. Sich bitte selber das anzuschauen. Es werden Sommerwürfeln dabei sein, aber die Box für die Sommerwürfeln sind nicht zusammengebaut. Die liegen nur so vor. Alleine das sich zusammensortieren, wie passt denn das und so weiter, das ist auch eine Aufgabenstellung. Also Sie sehen schon, es geht sehr stark um Haptisches, es geht sehr stark um Werktechnisches und hier die Problemlösung schon einsetzen zu lassen. So, und jetzt muss ich zum dritten Teil auch kommen, weil das heißt ja auch DigiCase. So, und da wird es zu jedem Bereich eine App geben. Das heißt, wir haben da schon, einige Apps sind schon fertig. Mal schauen. So, das ist die DigiCase-App, die Tetris-App. Was heißt das? Ich habe hier ein verbotenes Feld. Ich muss diese Objekte hier setzen, das passt einmal sicher nicht. Ich kann es drehen. Sie sehen schon, wichtig ist uns wieder hier, nicht das an erster Stelle, das ist zum Schluss. Wenn die Schülerin, der Schüler genug hat vom haptischen Arbeiten mit dem Tetris, hier kann ich dann, das ist ja noch relativ einfach, das ist sozusagen der Nuller-Modus, immer der Vorzeigemodus. Der Einser-Modus spiele ich jetzt nicht durch, damit ich mich ja nicht blamiert, da geht es eh noch. Eine Bitte an euch, an Sie.
eine wirkliche Bitte, das ist jetzt kein Fake. Im dritten Schwierigkeitsgrad haben wir noch keine Lösung gefunden. Was heißt diese Aussage? Ich bitte Sie nicht jetzt, weil jetzt schaffen wir das sicher nicht, weil ich bin schon eine Stunde gesessen und habe es nicht geschafft. Ich will nicht sagen, dass ihr das nicht schaffen würden. Aber wir haben keine Lösung gefunden. Ich glaube, dass es beim dritten Schwierigkeitsgrad, bei diesen fünf Fällen keine Lösung gibt. Und wenn wir das wirklich fixieren mit Ihrer Meinung, dann werden wir diesen Schwierigkeitsgrad rausnehmen und sagen, okay, dann kommt halt noch ein, es funktioniert dann, wenn ich noch eine Variante dazugebe, einen Stein hier. Aber mit diesen elementaren Steinen funktioniert das bei mir nicht. Wer es hinkriegt, der hat mit Sicherheit einen Kaffee. Gut, also wenn wir uns das nächste Mal wirklich offline wieder treffen. Wer Zeit hat, schaut sich das im dritten Schwierigkeitsgrad einmal an. Da drinnen ist es Tetris. Ich habe auch dazu geschrieben, gibt es im Schwierigkeitsgrad 3 eine Lösung? Das ist keine Fake-Frage, das ist wirklich eine Frage, die ich bis jetzt noch nicht lösen konnte. Ich glaube nicht, dass es eine Lösung gibt, aber bitte probieren. Und ich würde mich freuen, in dem Fall, wenn ich gescheitert bin, weil dann kann man das auch verwenden. Sie sehen schon, es müssen auch anspruchsvolle Aufgaben sein, damit die Schülerinnen und der Schüler sagen, okay, das fordert mich wirklich heraus. Wäre nicht schlimmer, als dass Schüler sagen, kann ich schon alles und was sollen diese Aufgaben? So, das Tangram, interessanter Aspekt. Die einfachste Form, das Tangram zu lösen, ist natürlich diese, dass ich sage, ich habe hier, anklicken heißt immer drehen. Das geht auf jedem Tablet und so weiter. So, das springt her, das nächste gehört dann hier. Und ich glaube, das ist einigermaßen ersichtlich, wie einfach das ist. Im Einser, schauen, bitte beachten Sie, hier sind die Trennlinien. Beim Einser gibt es die Figur, keine Trennlinien mehr, aber eine verräterische Hilfestellung gibt es. Beim Zweier, ich nehme irgendeine diese Figur, das wird schon anspruchsvoll. Was passt denn hier wohin? Und damit man auch hier eine Steigerungsform hat, gibt es den Dreier-Schwierigkeitsgrad. Da ist die Figur, ich nehme andere, die deutlich ist, diese Figur nur mehr klein da oben und ich muss sie in Bezug auf, jetzt suche ich mal gleich was, auf da unten nehmen. Ich muss mir die jetzt hier, den habe ich, weil der ist leicht, den weiß ich auswendig hier. Sie sehen schon, höchst anspruchsvoll im hohen Schwierigkeitsgrad. Und das ist wichtig. So, und das geht durch bis zum Türme von Hanoi mit den drei Steinen. Was bringt der Computer her? Den Variantenreichtum bringt er und die Gesetzmäßigkeit bringt er mit. Wenn ich das da drauf lege, dann lässt er das nicht, weil die Gesetzmäßigkeit ja verbietet, es darf nur groß, klein auf groß sein und so weiter. Also dann hinauf, da ist es eh klar, das ist die Zahl der Steine, also durchaus anspruchsvoll, da glaube ich gibt es, muss man 21 Mal verlegen, die Versuche werden hier dargestellt. Zauberquadrat. Mit den Holzplättchen habe ich es vorher angesprochen. So, hier gibt es auch wieder diese einfache Methode, die halt so funktioniert. Es muss ja bitte immer, ich hoffe, ich fange jetzt richtig an, in der Summe 3 ergeben. Die magische Summe ist 3. Die muss sich überall ergeben. Also nicht unterschätzen. Das ist durchaus anspruchsvoll auch schon. Aber wenn man natürlich dann in den Schwierigkeitsgraden hinaufgeht, wenn man das System durchschaut hat, und das muss man zuerst durchschauen, mit Probieren geht da gar nichts mehr, dann kann man durchaus auch diese schwierigeren Zahlen. Und da geht es immer mehr in die Mathematik hinein. Da muss ich die ganze Zeit subtrahieren, addieren und so weiter. Sie sehen schon, es geht von einem kommunikatorischen Denken hinauf zu einem mathematischen Denken. Das heißt, wir wollen das sehr gut verschmelzen. Das Würfelbrett habe ich zur Gänze vorher theoretisch gesagt und jetzt, was kann hier noch als Steigerung sein? Ja. Es sind noch 5 Minuten. Falls es sind noch ein paar Fragen im Chat aufgetaucht, dass wir die dann noch beantworten können. Das plane ich so ein. Ich sage hier nur, hier baue ich meine Figuren so. Und da kann ich dann bitte im Raum auch schon etwas mehr agieren.
Das ist die Steigerungsform. Aber das ist nicht der Anfang. Das ist wichtig. So, das waren wichtige Aspekte. Die anderen kann man sich selber, die sind zum Teil noch in Arbeit, kann man sich selber anschauen. Tinkercad erwähne ich jetzt nicht, aber durchaus für einen hochbegabten für einen hochbegabten Bereich könnte man das nehmen und so weiter. Jetzt gehe ich einmal auf die Fragen hin. Silvana, welche Fragen haben wir dazu? Ja, danke alles. Es wurde gefragt, wie man sich als Pilotschule anmelden kann. Es gibt die Bundeslandkoordinatorinnen in Österreich. Es gibt die pädagogischen Hochschulen. Wenn Sie dorthin Kontakte haben, dann können Sie schon einmal ein Aviso dorthin setzen. Da wird es ein Projekt geben. Die wissen auch seit kurzem davon erst, muss ich dazu sagen. Ich möchte da gerne mitmachen, aber es wird auch von diesen Seiten, von den PH und von den Bundeslandkoordinatorinnen, auch die Initiative hinausgehen und gefragt, wer möchte mitmachen. Aber erst im Herbst dann bitte. Ich weiß, ich bin etwas zu früh dran, aber Sie werden mir das verzeihen und der Informationsvorteil hat auch einen. Die Frage kam von der Uschi BLK in Wien, also direkt wunderbar. Von der Bundeslandkoordinatorin. Wunderbar. Das heißt, wir werden da einen wichtigen Part übernehmen, auch mit den Schulen das zu kommunizieren. Ja, und die Eva Haslinger, die ist Bundeslandkoordinatorin in Niederösterreich, die fragt, ob die Bundeslandkoordinatorinnen mit ihren Schulen dabei sein dürfen bei diesen 100 Pilotschulen. Wir haben, die Silvana und ich, wir haben schon intensiv über diese Thematik auch diskutiert und sind einer Meinung, dass die Schulen natürlich dabei sein sollten, aber, und jetzt kommt das kleine Aber, wir wollen natürlich auch Schulen dabei haben, die nicht nur Profis an der Schule haben, dass wir auch diesen Aspekt, das wäre uns wichtig, dabei haben. Leute, die jetzt mit Digitalisierung noch nicht so viel zu tun hatten, für die ist das Projekt ja auch sehr intensiv gedacht. Wie komme ich an Leute heran, die sagen, lasst mich mit dem Computer in Ruhe, die müssen lesen, schreiben und rechnen lernen. Aber wir brauchen beide Welten. Aber wir sind da in engster Verbindung, die Silvana über die Bundeslandkoordinatoren, ich über die PH. Wir werden sicher einen Weg finden. Wenn es ein Griss wird um die 100 Schulen, was ich mir jetzt